Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 20. Mai. Die Woche nähert sich so langsam, aber sicher dem Ende und wir sehen durchaus schon attraktive Bewegungen an den Märkten. Heute im Fokus hierbei mal der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Der hat hier zuletzt mit relativ starken Zugewinnen geglänzt. Wir hatten das auch in früheren Zeiten thematisiert, insbesondere der Bereich um 0,70. Ich zeige es Ihnen hier mal im Wochenchart-Intervall, Monatschart-Intervall, verzeihung, Monatschart, also eine Kerze, ein Monat, doch schon Big Picture. Und da haben wir hier von den anfänglichen 2000er Jahren, 2004, 2005, 2006, eben hier eine Zone, 2007, Bereich um 0,70, die hier zuletzt dann eben Jahre später, nämlich genau hier 2015, interessant wurde und insbesondere hier zum Jahreswechsel, beziehungsweise 2015 im Dezember erfolgte ein sehr, sehr dynamischer Rücklauf von der Marke von 0,70, dann hier im Januar 2016 der Ausbruch über diese Zone. Wir sehen hier diese Schiebezone, ähnlich dem Euro-US-Dollar übrigens, der auch hier nach natürlich einer starken Abwertung sich dann hier seit Frühjahr 2015 stabilisiert hat. Und Sie sehen hier sehr schön diese Range, die hier vielleicht sogar exemplarisch für den Euro gegenüber dem US-Dollar sein kann, wenn der mal hier dynamisch über die 1,15 ausbrechen würde. Aber das Thema soll ja jetzt Euro-Britisch Pfund sein, Channel. Und hier haben wir bei 0,7390, 0,7415 etwa diesen Widerstandsbereich hier gehabt, der immer mal wieder attackiert wurde, dann aber hier im Januar eben ganz klar durchbrochen und dann wurde die nächste Zielmarke um 0,7775, diese Zone, auch charttechnisch sehr schön ableitbar, relativ schnell erreicht und es kam sogar dazu, dass wir das obere Bollinger Band in der 20.2 Standardeinstellung sogar touchiert hatten, also wirklich von hier unten bis nach oben durchgelaufen sind. Ich habe dann auch mal hier eine kleine Trendlinienjustierung vorgenommen, ganz um die genauen Hochpunkte der Candlesticks abzufassen, gibt es hier diese rote Trendlinie, ja, die hier hätte erreicht werden können, aber mit dem Spike nach oben hier vom April habe ich dann sozusagen nochmal eine zweite gepunktete Trendlinie eingezeichnet, die hier den übergeordneten Abwärtstrend unterstreicht und Sie sehen die letzten zwei Monate, also hier mit diesem neuen Hoch 0,8117 war dann auch Schluss mit lustig, der Euro gegenüber dem britischen Pfund sackte wieder zurück und jetzt hier im Umkehrschluss gerade der Mai jetzt hier mit besonderer Schwäche. Wir sind auch wieder unter das Level von 0,7775 gefallen. Das ist kein gutes Zeichen. Tendenziell jetzt mit Blick auf den Monatschart unterhalb von 0,7775 Schrägstrich hier unterhalb des Openings 0,7850 rund bleibt eigentlich hier eine weitere Abwertung in Richtung 0,7415, 0,74 glatt zu bevorzugen. Das muss man ganz klar sagen. Also auf größerer Basis betrachtet scheint sich hier ein Abwertungsdruck zu vollziehen. Das unterstreicht natürlich, dass das britische Pfund hier eine Outperformance einstellen dürfte. Und vergessen Sie ja nicht den 23.06. das Referendum in Sachen Brexit. Das dürfte das Pfund enorm unter Schwankungen werfen, unter enorme Dynamik bringen. Zumindest ist damit oder davon auszugehen, dass das britische Pfund hier, je nachdem, was dann passieren wird, sich entsprechend bewegen wird. Und da können sehr dynamische Bewegungen erfolgen. Aber bis dahin wäre technisch durchaus auch eine weitere Schwäche beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ergo eine Stärke beim Pfund oder im Kontext Euro-Britisch Pfund hier eine Aufwertung beim Pfund auf jeden Fall zu erwarten. Und das hier auf Monatsbasis mal die technische Sicht. Wir sehen hier im Tageschart hat sich auch schon so eine Art Abwärtstrendkanal etabliert. Hier gab es eine kurzfristige Unterstützung bei 0,7750. Das Ganze ist jetzt eine Art Widerstandslevel. Müssen wir jetzt direkt mal verwandeln sozusagen in ein Widerstandslevel. Machen wir die grüne mal weg. So, 0,7750. So, da haben wir jetzt eine Zone, wenn der Preis da zurückläuft, wie Sie es hier anhand des schematisch dargestellten Tendenzpfeils sehen, dann wäre es hier denkbar, dass dies ein gutes Short-Level darstellt. Das britische Pfund ja heute stark reingekommen, ringt gerade so ein Stück weit mit dem Vortageshoch, beziehungsweise kommt da gerade wieder zurück. Aber rein technisch, wie gesagt, sieht es mir hier eher danach aus, als würden wir hier eine weitere Schwäche sehen können. Und die dürfte dann hier eben, ja, 0,74 wäre so ein finaler Punkt. Aber mir scheint auf jeden Fall, dass die Chancen dafür gegeben Sinn, dass das britische Pfund weiter abwertet. Im positiven Bias dürfte man erst wieder oberhalb von 0,79. Da müssen wir schon deutlich nach oben gehen und hier dieses Preismuster, diese Price Action Zone hier um 0,79 klar nach oben auflösen. Dann wären die Bullen wieder da. Sehe ich aber aktuell, wie gesagt, eher weniger. Die Saisonalität in diesem Kontext auch nicht unbedingt berauschend. Kurzfristig
spricht sich sogar hier viel für weiterfallende Kurse bis Anfang Juni aus. Dann allerdings hier ein Erholungsschub, wobei hier auf der Preisskala zu sehen auch nicht so sehr in Richtung großer Ausschläge. Aber ja, die Saisonalität kurzfristig auch hier bärisch. Ob im Juni dann das Reversal gelingt, das muss man sehen. Und hier, wie gesagt, Mitte zum Ende hin des Junis, 23.06., spielt Saisonalität dann eh keine Rolle mehr, weil es mit dem Referendum dann hier richtig zur Sache gehen dürfte. Heute Wochentag generell negativ. Wir haben eine große übergeordnete Schwächephase gesehen. Jetzt haben wir uns in den letzten Monaten ein Stück weit erholt. Der Freitag aber technisch hier ableitbar, durchaus auch zum Wochenende hin, also zum Wochenabschluss vielmehr, durchaus eine schwache Tendenz. Donnerstag der volatilste Tag, hängt aber auch mit der EZB am Donnerstag immer zusammen beim Euro. Aber hier, Sie sehen es, 42% positive Schlusspreise, das ist der schwächste Tendenz während der letzten 52 Wochen am Freitag. Das heißt, der Freitag ist ja eher bärisch. Danach sieht es heute nicht aus. Sie sehen, der kommt hier gut nach oben, der Preis. Und wenn sich das weiter fortsetzt in die nächste Woche hinein, wäre eben hier bei 0,7750 aufzupassen, ob man da vielleicht schon Umkehrmuster sieht, die dann hier für einen Short zuträglich wären. Oder wenn es hier kleinere Bewegungen nach oben geht, kann man natürlich nicht ausschließen, dass es dann auch in Richtung 0,78 vielleicht was einzusammeln geht für mögliche Short-Engagements, die man dann eben spielt, um hier sozusagen den Nachfolgerücklauf in Richtung 0,74 zu spielen. Das sieht, wie gesagt, ganz gut aus, Euro-Britisch-Pfund. Schauen wir uns jetzt mal heute noch hier final den Stundenchart an. Da sehen wir, wenn wir uns mal ein Stück weit rausscrollen, hier so Support-Levels, die hier heute Morgen bzw. Gestern in der US-Session hier schön touchiert worden. Das ist hier eine sehr, sehr starke Unterstützung. Das lässt sich mal überhaupt nicht bezweifeln bei 0,7765. Da sind wir gestern abgeprallt an diesem Niveau. Jetzt hier, wie gesagt, sehr dynamisch in den europäischen Handel gestartet. Jetzt hängen wir hier so ein Stück weit am Vortageshoch. Das zeichne ich Ihnen mal hier ein. Kann man mit dem Vortagesmarker symbolisieren. Da sehen Sie es. Das Grüne ist das Vortageshoch. Hier abgeleitet dadurch haben wir eben auch gleichzeitig das kleine Widerstandsmuster. Ich gehe nochmal raus, wo wir jetzt eben genau dran hängen, ja, also hier einerseits die Unterstützungszone, die hier schön bestätigt wurde, und hier oben haben wir jetzt das Widerstandsmuster. Ich werde das mal in eine andere Farbe legen, nämlich eben als Widerstand deklarieren. So, 77.01 machen wir mal, das passt. Und da sehen wir eben hier die Widerstandszone. Und ja, es darf gesagt werden, wenn wir da jetzt rüber gehen, über das Vortageshoch speziell, speziell ein neues Tageshoch im idealen Fall machen, das wäre dann praktisch hier ein Anstieg über 0,7712, dann verspricht sich auf jeden Fall noch Potenzial in Richtung 0. Ja, je nachdem, wie weit die Power ausfällt, aber 0,7727, 0,7751 wären hier durchaus zulässige Hochs, wenn wir hier eben jetzt, Sie sehen die aktuelle Schwäche, diesen kleinen Rücklauf jetzt wieder relativieren und nach oben aufdrehen, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier entgegen des schwachen Wochentags eine positive Performance erzielen können. Ansonsten unterhalb des Vortages hoch kann jetzt hier viel passieren. In dieser Zone von 0,7765 bis 0,770 ist dann hier ein volatiler Seitwärtslauf denkbar. Warten wir mal ab, was passiert. Die Fuzzi-Vektorlogik heute hat selbst ein bullisches Pattern auch ausgepackt beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Allerdings mit nur 26 Wiederholungen ist das Pattern selbst zu schwach. Hier müssen schon mindestens 30, eher noch über 50, über 100 stehen. Das wären dann hier durchaus relevante Muster. Aber rein von der Prognose her lässt sich hier ein Niveau von 0,7744 statistisch ermitteln. Also auch hier die Fuzzi-Vektorlogik leicht bullisch, sieht also interessant aus. Britische Pfund insofern sowohl kurzfristig als mittelfristig und langfristig hier interessant mit den Chart-Konstellationen. Und genau dies wollte ich Ihnen heute vorstellen. Bin damit auch schon am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder. Und am Wochenende nicht vergessen, Samstag gibt es nochmal eine große VTAD Veranstaltung, nämlich die Frühjahrskonferenz, wo ich auch hier speziell nochmal Euro, US-Dollar und US-Dollar-Yen hier im Big Picture unter die Lupe nehme. Würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht treffen, sehen und hören. Ansonsten schauen Sie auf dem Stream vorbei, auf dem JFD-Desktop und überall da, wo es uns gibt. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal vorab ein sonniges Wochenende, das denn hier in der Pipeline steht. Wünsche Ihnen viel Erfolg am heutigen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.